Dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Das lange Warten hat ein Ende. Mit offenem Visier wird jetzt wieder agiert in der dritten Liga. Sie läuft wieder am 20. Spieltag, Pfingstsonntag, zwischen Preußen Münster und dem HFC. Und das ist nicht irgendein Spiel, es geht um einiges. İsmail Atalan aus Dülmen kommt er. Das ist hier gleich in der Ecke. Also für ihn quasi ein Heimspiel mit seinem HFC. Aber Münster zeigte, wer hier Herr im Haus ist, und begann furios. Das ist Lukas Couto. Der setzt sich durch. Eisele. Und dann Schnellwacher, und dann war es doch Kevin Rodriguez Pires in der 4. Minute. 1:0 für Preußen Münster. Hier Schnellwacher bereitet vor, dann Couto. Eisele hält noch, Schnellwacher tritt über den Ball, touchiert ihn aber so, dass er dann genau auf den Fuß von Rodriguez Pires kommt. Und der steht bei der Ecke gleich wieder bereit und sieht Maurice Littger. Littger abgefälscht von Mai, 2:0, 13. Minute. Mai ist bedient und die Preußen führen mit 2:0. Hier überhaupt nicht zu halten für Kai Eisele. Ja, und es ging weiter. Wieder Lukas Couto. Über seine Seite Schnellwacher fällt und dann im Liegen. 3:0 für den SC Preußen Münster. 31. Minute. Ja, Hildmann dreht durch und die Preußen drehen auf. Couto. Und dann Schnellwacher erst im Fallen und dann im Liegen. Also İsmail Atalan absolut bedient. Das kann doch nicht wahr sein. Geht da vielleicht noch was? Nochmal 55. Minute. Pascal Sohm mit dem Kopf, aber nicht platziert genug. Hier die Reingabe und dann Pascal Sohm am Tor vorbei. Wir gehen in die zweite Hälfte und der HFC drehte ein wenig auf. Wieder Sohm. Diesmal er mit der Hereingabe und dann ist es Florian Hantsch. Florian Hantsch mit seinem ersten Saisontreffer bringt er hier ein bisschen sowas wie Hoffnung in das Wohnzimmer der Hallenser. Aber Münster kam nochmal. Möschel. Hans Möschel, dann sieht er hinten Littger. Maurice Littger, der hat doch schon und der will noch mal. Das 4:1 für Preußen Münster. Maurice Littger, sein erster Doppelpack, 76. Minute. Hier Möschel, erst wartet er noch zu lang. Und dann bekommt Littger die freie Bahn. 4:1. Aber Halle gab nicht auf, wollte noch mal Beutz und dann kommt Hilsner. Marcel Hilsner, 94. Minute in der Nachspielzeit, das kennt er, das Treffen. Aber hier war es nur noch vom psychologischen Wert. 4:2 gewinnt also Preußen Münster gegen den HFC. Hildner freut sich. Gewinnt das erste Mal überhaupt als Trainer gegen Halle. Ja, und ein anderer, der ist richtig glücklich. Maurice Littger mit seinem Doppelpack. Also ich glaube, locker leicht war es nicht. Wir haben wirklich die Vorbereitung sehr, sehr hart gearbeitet. Wir haben alle, auch in der Zeit, wo wir nicht trainieren durften, haben wir wirklich alle durchgezogen. Wir sind topfit hier zum Training gekommen. Da hat sich wirklich keiner geschont. Da haben wir alles gegeben. Und ich glaube, so hart, wie wir im Training trainiert haben, wurden wir halt heute auf dem Platz belohnt. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben gewusst, dass sie mit langen Bällen spielen. Und haben es in der ersten Halbzeit trotzdem nicht geschafft, das zu verteidigen. Sie haben lange Bälle über unsere Kette gespielt. Waren über außen durch, 3 Chancen, 3 Tore. Da haben wir einfach wirklich nicht gut verteidigt. İsmail Atalan faltet dieses Spiel einfach mal ab und muss sich aufs nächste Spiel konzentrieren. Am Mittwoch kommt Eintracht Braunschweig her und Münster fährt zu der zweiten Mannschaft vom FC Bayern. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.